Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns zu Hause im Haus mit dem Rosensofa. Ich darf euch heute das Gravel Pit zeigen. Das ist ein Portemonnaie von Good Vibes Mädchenkram, das natürlich auffällt durch die besondere Form. Das hat hier hinten bei mir ein Reißverschlussfach. Ihr könnt auch ein kleines Extra-Täschchen nähen, was ihr mit Druckknöpfen im Inneren des Portemonnaies anbringen könnt. Und dann könnt ihr das bei Bedarf rausnehmen, beziehungsweise eben drin nach Kleingeld suchen. Außerdem ist hier ein Geldscheinfach und hier sind Kartenfächer und zwar für 12 Karten. Hier ist auch noch ein Extrafach und ja, mir gefällt das ganz gut. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Hier sind meine vorbereiteten Teile. Ich habe auch schon die Flieseline auf die Rückseiten gebügelt. Bei dem Kunstleder, was ich für außen nehme, das ist so dick, das lasse ich unverstärkt, weil die beiden Stoffe ja aufeinandertreffen und das ist so schon ganz gut standfest. Was ich jetzt als erstes mache, ist, ich nehme mir mein Kartenteil. Ich habe mir hier Knipse gemacht und dementsprechend wird der Stoff gefaltet. Ihr nehmt euch euer Schnittmuster dazu. Rechte Seite liegt oben. Hier soll jetzt zum Beispiel eine Bergfalte hin. Das heißt, ich suche mir die Knipse. Und falte das so, dass ich hier eine Bergfalte erhalte. Dann geht es weiter mit einer Kellerfalte, also eine Talfalte und so weiter und so fort. Das macht ihr mit beiden Kartenteilen. Die sehen dann so aus. Ich möchte die innenliegende Reißverschlusstasche nähen und der Reißverschluss ist aber auf der Außenseite vom Portemonnaie. Es war ein bisschen verwirrend gerade, aber ich habe mich jetzt für diese Variante entschieden. Ich habe mir als erstes an meinem Schnittmuster, seht ihr hier, die Markierung von meinem Reißverschluss ausgeschnitten, lege das jetzt auf mein Außenteil und habe mir hier diese Teile oder diese Stellen markiert, weil da soll gleich die Reißverschlusstasche bzw. Reißverschluss eingenäht werden. Dann braucht ihr euer Teil Reißverschlusstasche. Die Nahtzugabe gehört ja noch dazu. Und auch da markiere ich mir erstmal diesen Reißverschlussschlitz. So sieht es aus. Und jetzt möchte ich diese Markierung auf diese Markierung bekommen. Und hier natürlich genauso. Normal würde ich es jetzt ein bisschen feststecken, weil das Kunstleder ist, klammer ich das. Und dann nähe ich mit der Nähmaschine diese eingezeichneten Linien nach. Wenn ihr einen festeren Stoff habt, könnt ihr gerne einen dreifachen Gradstich nehmen. Ich habe mir jetzt die Stichlänge einfach runtergestellt auf 1,0 und nähe da jetzt einmal ganz drumherum. Mache hier in der Mitte einen kleinen Schnitt, aber muss das natürlich aufeinander liegen. Also guckt, dass ihr wirklich in der Mitte schneidet und dann wird das ausgeschnitten, wie im Schnittmuster eingezeichnet. Im E-Book wird empfohlen, dickeres Material wie Kunstleder, was ich ja hier benutze, einfach ganz auszuschneiden. Und ich glaube, das werde ich hier auch machen. Ich werde den oberen Stoff hier oder den Stoff vom Reißverschlussfach werde ich stehen lassen und darunter werde ich hier das Kunstleder ein bisschen zurückschneiden. So sieht das jetzt bei mir aus. Als nächstes wird das Stück nach hinten durchgezogen und gebügelt, wobei das jetzt bei Kunstleder natürlich so eine Sache ist. Ich werde mir da also ein Tuch zwischenlegen und zwar so, dass die Naht genau in der Mitte landet gleich. Den Bügelschritt lasse ich ausfallen, weil das ja Kunstleder ist und ich möchte nicht, dass die Struktur hier nachher verschwunden ist oder das sogar schmilzt. Ich habe mir das einfach gut hingeklammert, ein bisschen hingezogen und nähe da jetzt einmal ganz drumherum. Jetzt wird der Reißverschluss dahinter gelegt. Ich habe das mit einem doppelseitigen Klebeband befestigt.
Müsst natürlich darauf achten, dass der Zipper in der Mitte ist. Habe ich auch schon mal falsch gemacht. Und dass die Zähnchen hier dicht beieinander liegen an dieser Seite. Und jetzt wird nochmal auf der Naht, die ihr eben schon genäht habt, noch einmal ganz drumherum genäht. So, also es ist jetzt so, dass ich mich total vertan habe. Ich weiß nicht, wie viele Reißverschlüsse ich schon so eingenäht habe. Und es kam mir irgendwie komisch vor, aber ich kam nicht drauf. Natürlich braucht ihr die erste Naht drumherum, die ich mit 1,0 genäht habe, braucht ihr gar nicht machen. Also ihr bügelt das oder klammert das, so dass dass der Stoff auf der Rückseite schön liegt. Legt dann den Reißverschluss drunter und näht dann drumrum. Man muss natürlich nur einmal drumrum nähen, nicht doppelt. Warum mir das jetzt passiert ist, weiß ich nicht. Das könnt ihr natürlich anders machen. Dadurch habe ich hier jetzt auch zwei Nähte nebeneinander auf dieser Seite. Hier hat das ganz gut geklappt. Aber ist jetzt drin, ist jetzt fest und ja, wundert mich, aber ärgert mich nicht mehr. Die Enden vom Reißverschluss könnt ihr bis kurz, also kurz hinter der Naht abschneiden. Jetzt wird das zweite Stück vom Taschenbeutel da drauf gelegt, rechts auf rechts. Ein bisschen stecken oder klammern und dann zusammennähen. Und zwar nehmt ihr dafür natürlich das Unterteil immer weg. Also das jetzt wegklappen hier, fangen jetzt auf dieser Seite an. Nee, bis hier, dann weiterklappen. Einmal ganz drumherum. Das ist die Außenseite und so sieht das dann von innen aus. Es geht weiter mit den Kartenfächern. Und zwar haben die hier unten einen Überstand. Das könnt ihr abschneiden. Es soll in einer Linie sein, hier auch. Es sollte nicht mehr als 1 cm sein. Hier ist es ein bisschen mehr, aber ich fürchte, da habe ich einfach schief zugeschnitten. Kann man gar nicht sehen. Hier. Also ich schneide das jetzt auf eine Länge zurück. Wenn ihr mögt, könnt ihr jeweils die Knickkanten, also da, wo es gefaltet ist, einmal mit einem Geradstich abnähen, dann ist es stabiler und sieht hübsch aus. Könnt ihr aber auch weglassen, diesen Schritt. Ich fahre gerne mit der Mitte des Fußes auf der Kante lang. Da kann also nichts passieren. Dann ist die Naht wirklich immer gleich weit von der Kante entfernt und habe mir die Nadelposition auf die linke, also die Nadel auf die linke Position gestellt. So sieht das jetzt aus. Ihr müsst natürlich, wenn ihr das oberste Fach näht, die unteren wegklappen. Also die dürft ihr natürlich nicht mit einfassen. Jetzt habe ich das hier an der Seite zusammengeklammert und suche mir einmal die Mitte. Die wird dann einmal nachgenäht. Alle anderen Kanten sind offen. Das sind meine Kartenfächer. Das sind die Anschlussstreifenkartenfach oder Anschlusskartenfach. Ihr braucht nur eins davon. Ihr nehmt das Kartenfach, nehmt den Streifen, legt das Kartenfach da so rein, klappt es runter, ein bisschen stecken oder klammern und hier einmal festnähen. Auf dieser Seite genauso. Die Nahtzugabe hier oben ein kleines bisschen angeschnitten, könnt ihr sehen. Jetzt wird es nach außen gefaltet und einmal drüber bügeln. Jetzt fängt es an, Spaß zu machen. Das ist immer schön, wenn alles zusammenpasst und diese geraden Nähte und so. Das ist immer der Teil, wo ich mich anfange zu freuen, ein Portemonnaie zu nähen. Meine beiden Kartenfächer. Es geht weiter mit dem Kartenfach, was hier noch offen ist. Das legt ihr auf das Futter von außen Teil 2. Und zwar so, dass die Kante bündig hier dran liegt. Ein bisschen feststecken. Umdrehen. Beim Schnittmuster den Knopf ausschneiden, also die Markierung vom Knopf, das auflegen und markieren. Und hier wird jetzt das flache Teil von einem Magnetknopf eingebaut. Also dieses Teil, könnt ihr sehen, ne? Da macht ihr euch hier eine Markierung hin, wo die Schnitte sein müssen. Könnt es mit einem Nahtauftrenner auftrennen oder mit einer spitzen Schere. Und dann so einbauen, dass das flache Teil auf der rechten Seite liegt. So sieht das auf meiner linken Seite aus. Das ist die rechte Seite. Jetzt wird das zweite Teil rechts auf rechts da drauf gelegt.
feststecken. Dann fangt ihr hier an zu nähen, verriegeln. Dann könnt ihr hier an der Einlage vorbeinähen, also Nahtzugabe 0,75, also Füßchenbreit, bis hier unten. Hier wieder verriegeln. Diese Seite bleibt komplett offen. Nahtzugaben etwa um die Hälfte zurückschneiden. In diesen Rundungen macht es Sinn, da kleine Zacken reinzuschneiden. Ich habe jetzt die Zickzackschere genommen, habe es mir einfach gemacht. Jetzt wird es gewendet, schön ausgeformt und einmal gebügelt. Jetzt wird es nochmal abgenäht, knappkantig. Ich mache das wieder so, dass ich die Mitte von meinem Füßchen hier drauf setze. Dann habe ich einen Abstand von 3 mm und ich nähe von der Außenseite ab, weil dieses Stück sieht man nachher von außen und da soll die Naht natürlich besonders schön sein. So sieht das fertig genäht aus. Jetzt wird der zweite Magnetknopf auf dem Futter des Außenstoffes angebracht. So sieht das jetzt aus. Ich habe hier auf der Rückseite ein Stück Style Fix Filz drunter geklebt, weil ich Angst habe, dass mir die Nasen sonst meinen Stoff irgendwann durchstechen. Den habe ich übrigens nicht verstärkt, weil das etwas dickeres Kunstleder ist. Das wäre sonst zu viel nachher. Jetzt geht es nochmal weiter mit dem vorbereiteten Fach mit den Kartenfächern. Und zwar nehmt ihr das zweite Kartenfach dazu. Also hier kann man die Karten reinstecken, rechts auf rechts zusammen. Guckt, dass die Nähte, die Mittelnähte aufeinandertreffen. Ein bisschen klammern oder stecken und hier unten Nahtzugabe 0,75 cm einmal abnehmen. Klappen. Die Nahtzugabe liegt ja jetzt in Richtung erweitertes Kartenfach und dort wird sie einmal festgenäht. Vorbereitetes Teil mit den Kartenfächern, Futterstoff vom Außenteil. Jetzt habt ihr ja hier die Knipse, einmal da, einmal da. Und auf die Knipse kommt die Mitte vom Also die genähte Naht kommt jetzt hier drauf. Und wird da genau auf der Naht auch wieder festgenäht. Das heißt, ihr habt ja hier diese Mittelnaht. Das ist die Naht von der Nahtzugabe, die ich eben gemacht habe. Und im Nahtschatten der Mittelnaht, also zwischen diesen Stoffen, nähe ich jetzt einmal das hier fest. Klappe ein bisschen verstecken. Jetzt kommt das Außenteil dazu und zwar rechts auf rechts. Diese Stücke bleiben tatsächlich so liegen. Also ihr braucht jetzt nicht wegklappen, die werden mit festgenäht. Das heißt, ihr legt es jetzt aufeinander, rundherum ein bisschen feststecken. Dann fangt ihr 2 bis 3 cm vor der Kante an zu nähen, verriegelt hier, näht bis zur Ecke drumherum. Hier wieder 2 bis 3 cm, hier wieder verriegeln. Hier unten ist die Wendeöffnung. Dann die Nahtzugaben wieder ein bisschen zurückschneiden, nicht dort, wo die Wendeöffnung ist und hier, wenn da Kanten sind, also Ecken sind, quer dazu zurückschneiden. Jetzt wenden. Wenn ihr einen bügelbaren Stoff habt, könnt ihr dann natürlich einfach drüber bügeln. Ich habe das jetzt wieder nur geklammert, weil ich mein Kunstleder erhalten möchte. Was ich auch gemacht habe, ich habe die Wendeöffnung hier grob zusammengesteckt, um die richtige Position für die Druckknopf unter- bzw. Oberteile rauszufinden. So bleibt es jetzt erstmal. Jetzt wird das zusammengefaltet, so wie es nachher aussehen soll. Und jetzt markiert ihr euch mit Hilfe der schon eingesetzten Druckknöpfe das andere Stück und könnt das durch die Wendeöffnung dann einbauen. So sieht das jetzt bei mir aus. Ich finde das, also es gefällt mir sehr gut. Jetzt die Nahtzugaben nach innen falten, aber noch nicht schließen, einfach nur mal erstmal zusammenstecken. Jetzt geht es mit den Seitenteilen weiter. Ich habe mich ja für Variante 2 entschieden. Ihr legt jeweils 2 Teile rechts auf rechts aufeinander und näht die zusammen. Fangt hier an, verriegeln,
einmal ganz drumherum bis etwa hier. Dieses Stück bleibt offen und ist die Wendeöffnung. Das macht ihr mit beiden Teilen. Sieht das aus, die Nahtzugaben zurückschneiden, aber nicht da, wo die Wendeöffnung ist, und dann wenden, die Wendeöffnung, also die Nahtzugabe der Wendeöffnung nach innen falten und jetzt einmal drüber bügeln. Die Wendeöffnung habe ich geschlossen, indem ich die beiden oberen Kanten einmal knappkantig abgenäht habe. Jetzt sucht ihr euch die Mitte, dann wird die mittlere Klappe, also das Teil wird um die mittlere Klappe drumherum gelegt. Also hier liegt jetzt mein eines Seitenteil und hier das andere. Von der Rückseite sieht es genauso aus. Und die werden hier festgenäht. Mit einer Nahtzugabe von 0,5 cm fangt ihr oben an. Ich würde den Knoten hinter, also die Fäden hinterher verknoten. Näht hier runter, soweit es geht. Der Fuß kommt ja nur bis etwa 1 cm vor die Kante. Also bis dahin wird genäht. Auf der anderen Seite genauso. Und jetzt werden die Teile hochgenommen und hier gegengelegt und festgesteckt. Einmal das und hier genauso. Hier habe ich das schon gemacht. So sieht es jetzt zusammengesteckt, geklammert aus. Jetzt gibt es noch eine Naht und zwar einmal ganz drumrum. Ich würde jetzt vielleicht hier anfangen, beziehungsweise da unten in der Ecke. Nähe hier hoch, um die Klappe, also um die äußere Klappe. Dann geht es hier weiter, hier hoch. Dann schließt man hier automatisch die Wendeöffnung und näht hier wieder runter. Hier komme ich jetzt nicht weiter. Ich werde jetzt hier aufhören und den Oberfaden nach unten durchziehen und auf der Rückseite verknoten und dann von innen weiter nähen. Das ist hier einfacher. Ich wollte aber unbedingt die vordere Klappe von außen abnähen, damit die Naht schön ist. Thank you.
Diese Stelle ist definitiv die am schwierigsten zu faltende. Das ist halt unten. Das ist der Boden vom Portemonnaie. Und jetzt ist es im Prinzip so, dass ihr mit dem, also ihr näht so weit es geht. Und jetzt müsst ihr halt es kippen. Aber man kriegt es hin. Muss nur hier hinten an dem Fuß vorbei. Da ist ja diese Schraube hinten drin. Und wenn man es daran vorbeifaltet, dann kann man hier definitiv gut weiternähen. Jetzt stoppt die Schraube da hinten wieder. Jetzt müsst ihr wieder mit dem hinteren Teil da dran vorbei. Aber dann geht das ganz gut. Ich muss jetzt mal gucken, wie weit ich überhaupt muss. Da habe ich mich schon angefangen. Also ich nähe jetzt nur bis zum Anfang meiner Naht. Damit ist mein Portemonnaie Gravel Pit fertig. Ich freue mich drüber. Es ist auf jeden Fall ein Hingucker. Es ist deutlich schneller genäht als viele andere Portemonnaies. Also das habe ich jetzt heute Morgen angefangen. Jetzt ist es, ich glaube, 18:30 Uhr. Und ich habe wirklich lange Pausen dazwischen gemacht. Also das ist wunderbar zu schaffen. Praktisch, sieht gut aus. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.